Ja. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Iron. Wer hätte es gedacht, da hinten steht Schatzi. Mit seiner Chrometer-Rüstung. Fast Chrometer-Rüstung, okay. Chrometer-Klon. Dann rennt er weg. Ja, ich renn weg. Gut, dass du wegrennst. Mal gucken. Gladi. Gladi. Komm jetzt nicht wieder überall in jedem Shop gucken. Ja. Nein! Ich hab schon so viel verbracht. Ich wollte ja nur gucken. Nein, jetzt wird nicht geguckt, jetzt gehen wir weiter. Ist ja okay, wo bist du? Ach, da. Ja, ich bin schon weiter. Also ganz ehrlich, ja, wir haben den letzten Tag schon den ganzen Tag hier drin verbracht. Nein, erstmal Briefkasten. Ich hab einen Brief. Wieso hast du einen Brief? Vom Schwarzwolkenhändler. Mensch. Ach so, Nutzungsdauer, gut, okay. Hui, Skins und weiteres. Okay, den Laden kenne ich schon. So, ich sehe, dass gerade noch Nacht ist. Es ist frisch Nacht geworden. Oh ja, das ist sehr schön. Weil dann können wir gleich mal Eninte besiegen und Elias Geister kann auch gleich klatschen. Ja, ich brauche noch eine Weile, bis ich angekommen bin. Hui. Brauchst du noch eine Weile? Weil ich ganz langsam und geschmeidig zu dir geflogen komme. Achso. Wetteron, gell? Oder ja. Nee, ich war jetzt schon wieder mit dem Kopf woanders. Aha, wo warst du denn? Weiß ich nicht. Ein LOL-Shop. Hammer. Da schaut sie weg. Wo genau hin? Ah, flieg mir doch nicht ins Bild. Mensch. Da. Also wieder zurechtfinden. Ich hab jeder dreimal gestorben, ey. Heute? Ja. Bei was denn? Bei den Quests. Hast du Bescheid gesagt? Ja, ich habe noch einen anderen Jäger gefunden, mit dem ich das dann zusammen uns durchgearbeitet habe. Manche Viecher haben wir so gegeben, ey. Das war einfach Wahnsinn, ey. Ja, dann hättest du ganz einfach Bescheid gesagt, wäre ich kurz reingekommen, hätte bei der Inquest geholfen. Nee, ich weiß ja nicht, ob du Lust hast, mir zu helfen. Schatz, wenn du bei so einer Quest so nicht weiterkommst, weil du ständig stirbst oder so und auch zu zweit schwer ist mit einem zweiten Jäger, kannst du mir gerne Bescheid geben, so ist nicht. Da packe ich mir auch mal kräftig an die Eier. Von innen. Kannst du dir nachher auch mal von innen an die Muschi packen und mir helfen. Ja, okay. Nein, kein anderer außer sie und ich darf an ihre Muschi packen. So. Also, einen Dato-Dings hattest du gerade. Ach so, haben wir hier drauf geachtet. Ach ja. Ja. Ja, ja, jeder einen Dado-Busch. Habe ich jetzt ganz vergessen. Ich war jetzt bei den Assa. Genau deswegen, ja. Tut mir very sorry. Natürlich. Schutz gucken, Störbombe, Bombe, Rückzugsschuss, Kopfschuss. Ah, okay. Gut, okay. Ah. Ha, Muschi! Hat dieses blöde Stück Code mich eiskalt gestunt. Klaut ihr mir meinen Loot? Hm? Dann klaust du mir auch noch meinen Loot. Es hat mich angegriffen! Ja, und ich hab's aber dann als erstes angegriffen. So. Boah! Mich hat's aber halt blöd angestarrt. Ja, und? Ja. Du bist dein Vieh, ne? Rat mal, was ich gerade vorhatte. Dein Vieh zu vergessen. Ja! Ja, aber voll zu vergessen. So, da ist ein bisschen ändern. Nachher brauchen wir auch noch 10 Stück, gut. Den habe ich mir angegriffen. Ja, gut. Ja, und das dann erstmal in Richtung Inent yep. Arbeiten. Und da hier im Wetterraum mal ein bisschen wieder vorankommen. Ja, gut.
Rätselstein liegt, ne, er schwebt hier so herum. Ist so dumm. Und so. Muss noch den Part mal gucken, ob das immer noch für den Soundverhältnissen okay ist, weil ich ja anderes Mikrofon habe und du auch. Ja, na, ich hab dich halt wieder auf 0-0 runtergesetzt. Über Skype. TS meinst du? Ja, TS gut. Boah, aber fällt ein geringer Elementarstein. Das ist nicht Wahnsinn. Ja, das ist einfach wunderbar. So, Elias Geister. Na komm mal her, du Flachzange. Bam. Na, wer bist denn du? Bist du meine Pluggers? Also wieder dran gewöhnt, dass es kein Dings ist. Dass es kein Clary ist. Todesschlag, brauchen wir noch ein Kofferfasser? Oh ja, später, in späteren Quests. Kannst du so machen, du nimmst hier den Busch, dann gehen wir da rüber, dann nehme ich mir den Busch und dann sammeln wir noch ein bisschen Luca. Wo bist du eigentlich mit deiner Profession? Profession bin ich bei... Warte. Ach, wir brauchen 15 Druckerfaser. Na, 82. Ja, dann muss ich noch einen Dato oder so sammeln, weil ich noch bei 81 bin. Ja, ich glaube, wir waren das letzte Mal unglaublich damit beschäftigt, wieder ein bisschen Synchronität reinzukriegen. Rucker, das ist mich gerade eine beliebte Farbe. Yep. Ach so, gut, okay. Das wird mir nicht angezeigt, weil es daran liegt, dass ich schon 33 Rucker habe. Ach so. Ja, ja gut, du wolltest Glöbe für mich mitsammeln. Das Zeug für beliebte Farbe gleich, oder? Nee. Ja, stimmt. Haben wir noch gesagt. Ja. Ja, Leute, das ist so lange her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja. Komm davon, wenn man kaum Lust hat. Ja, was heißt, wir nicht, du. Ja, gut, ich spiel Stein darunter, gerade Treffer. Kann ich schon verkaufen, gut. Ach, dann bist du. Ja, ich will... Soll ich für dich für mit Rucker gleich mit vorsorgen? Ja. Okay, mal die Obdersiede da. Danke. Boah, Plattenbeinschienen und dann sind sie sogar besser, aber ich kann sie tragen. Schön. Ich kann Platte tragen. Das freut mich so für dich. Ja, ich weiß auch nicht, wie die sind. Darf ich die mir gleich angucken? Ja. Mein kleiner Waffenveredelungsstein. Ja, und du kleiner Scheißer, der da unbedingt meinte, sie diskutieren zu müssen. Die Stiefel sind besser als deine Lesen. Ja, ich sehe, dass die eine Schrift grün ist, die andere weiß, die andere lila und die andere deine Mutter.
Ja, aber ich gucke vielleicht nur auf bestimmte Werte, und wenn mir Werte wichtiger sind als die eigentlichen, aber andere Werte, dann ist für mich das andere immer besser. Außerdem die Freiheit immer noch meine Entscheidung ist. So, jetzt möchte ich nochmal den Ball anwählen, das habe ich nichts mehr angesagt. Das war sicher wiederum, ich krank finde, dass es seinen Kombi dann gelöscht hat. Ja, genau, also falls du das guckst, bist du so ein Lappen, ey, warum löschst du deinen Kommentar? Also, komm, wenn du schon eine Diskussion anfängst, dann hab wenigstens die Eier, ja, und dann lass den Kommentar wenigstens da. Oder fang keine Diskussion an. Haben. Nee, ist nicht besser, also kannst du meinetwegen haben, verkaufen oder was auch immer. Gut, meinst Ich muss auch gleich, wo ich sowieso gerade die Kommentare angesprochen habe, gleich noch auf unsere Mikrofonqualität hinweisen möchte. Zu Anfang des LPs, ja gut, wir hatten ja noch andere Mikrofone, aber trotzdem ist im Allgemeinen unsere Mikrofonqualität bei weitem nicht so schlecht, wie gemeckert wird. Also wir haben eigentlich schon relativ gute Mikrofonqualität. Und jetzt, wo wir sowieso beide neue Mikrofone haben, ist das wahrscheinlich nochmal anders. Also gibt Leute, die haben Mikro, da denkst du, die scheißen da rein, wenn sie reden oder so. Braucht noch einen Eos Geist, sehe ich gerade. Aber ihr dürft euch freuen, jetzt hat er sogar den letzten Fort von Steve. Was? 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 Die hören jetzt auch den leisesten Fort von dir. Ja, stimmt. Ein bisschen Alter! Was denn? Plattenschulterschutz! Die wollen mich verarschen! Da möchte ich aber auch nochmal kurz machen. Ja, mach das! Ja, Schatz, ich hab schon gesagt, wenn ich irgendein Lederzeug da habe, dann zeigen, muss ich dir das auch zeigen. Nö, kannst du auch verkaufen oder so. Gut. Wie war das jetzt? Ach, Karte hat was, doch ein bisschen hatten wir noch im Schrein zu tun. Okay. Wünscht ihr etwas von mir? Guten Tag. Und tschüss. Oh, schon wieder in der Tasche in der Wiederbelebung. Hallo. Leute, jetzt ist gut. Oh, wenn wir dann wieder irgendwo sind, wenn wir dann wieder Veteran Anfangsding da sind, muss ich erstmal die anderen Steine wieder in das Ding reinhauen, die vier gelben. Das heißt, das Fiend vergewaltigen. Oh, und ich brauche endlich mal Heiltränke und Mana-Tränke und Schriftrollen und alles. Mein oberer Waffe soll wieder komplett voll werden. Ich bin sowieso so gewohnt, nur zweiten und dritten Würfel anzugucken, statt den ersten. Oh, Glückwunsch, Varus. Dann kriegst du noch ein bisschen. Ja gut, ich glaube, die habe ich. Ja, ich weiß halt einfach, dass du so noch ein bisschen Puffer hast. So. Ja gut, ich habe noch 99. Das ist halt, ja. Ja, ist auch schon 49. Ja, ist so bitter. So. Danke. So, damit wenn wir hier, ja, Kerze Eritis zurück, dann müssen wir sowieso nochmal dahin. Teritis, wie auch immer. So, also würde ich sagen, jetzt gehen wir erstmal zum Schrein, machen da, ist fertig. Und nach dem Schrein würde ich sagen, nehmen wir uns vielleicht Haramil einmal vor. Ja. Haramil würde ich. Aber egal. Das. So, guck mal, dann also erstmal arbeiten wir uns dahin und machen den Schrein fertig. Hm. Den Schrein. Aber genau den. Also, und keinen anderen. Genau. Ah, da liegt ein toter Geist, da liegt ein toter Geist. Und wir kacken drauf. No. Oh, da ist es so krass, wo ich jetzt durch das Let's Play da von South Park war ich jetzt so genötigt, wieder die Serie allgemein wieder weiter zu gucken. Ah, da ist es so göttlich, ey. Mm. Einfach nur göttlich. Alter, wenn die Dildos im Schrank. Hammer, ey. Aber ist das jetzt schon längere Zeit wieder nicht mehr kam? Lassen. Hardy kocht. Boah, müsste sich gleich beschweren. Vor allem heute an seinem Geburtstag. Ja, genau. Ich Nein. dachte mir so heute Morgen, ich guckte kurz bei Facebook rein, hat da Bram irgendwas gepostet, so von wegen, ja, alles Gute zum Geburtstag für der Hardy. Und dachte ich mir, guckst du mal nach, was da los?
Hat die Sau Geburtstag? Ja gut, ich habe mich schon gewundert. Du gehst da so selbstsicher drauf zu. Duft. Das ist Wahnsinn. Mann, das wollte ich gerade machen. Ja, hättest du jetzt noch einsteigen können und wir hätten Tor gemacht. Ja. 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 Liebe dich. Ich auch. So. Go, go. Power Rangers. Hammer, geil. Na. Oh. Nichts damit Warnung, ihr habt kaum noch das Flugzeug. Reiß dir deine Federn aus dem Arsch und flieg weiter. Aber weißt du, dass Vincent richtig Glück hat? Warum? Hat der South Park schon geguckt, wo ich noch in der Schule mit ihm in einer Klasse war, war er jetzt so gelitten, ey. Besonders bei Übernachtung oder so. Fangen wir jetzt hier ernsthaft an zu bohren? Anscheinend ja. Boah, ey Leute, das kann doch nicht wahr sein, ey. Aber wie viel... Weißt du, mich wundert, dass das Haus überhaupt noch steht. So viele Löcher, wie die hier schon in die Wände gebohrt haben. Ja, das ist bei mir aber genauso. Wahrscheinlich haben die überall schon so Stützbalken aufgehangen, weil eigentlich keine Wand mehr da ist, sondern alles nur noch ein Loch. Splitter Finsternis und so annehmen? Okay, zu spät. Ja, ich nehme... Ja, wir nehmen hier einfach alles an. Ja. Wir müssen die ja sowieso machen. Ich nehme jetzt erstmal alle anderen Quests hier an. Ja, nehmen Splitter der Finsternis als letztes anderen Quest. Ja, ich werde erstmal zum Duell rausgefordert. Hammer, geil. Nur das Haus um. Nee, ich sag jetzt fick dich, du Opfer, falls du das guckst. Niemand lädt mich zum Duell ein, außer Schatzi. Na dann weiß ich ja gleich, was ich mache. Ich hab voll okay. Weiße Haut. Jetzt darfst du reden. Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Cool. Du bist ja genauso wie ich. Ich vergesse auch immer, was ich sagen wollte. Ja, wir sind auch glücklich seit einem Jahr und über 3 Monaten zusammen. Mhm. Alter, kann man meine Eulen richtig geil auf den Arsch gucken jetzt, ey. Alter. Seid ihr? Das kam gerade perfekt, gell? Echt? Wieso? Gerade kam hier die eine Cutscene. Ah. Oder wie auch immer man das jetzt nennt. Keine Klugscheißerei. Und gerade wo es zu Ende kam, kam dein kleiner Rübser. Aber geil. Vergiss bitte nicht, dass die Cutscene so wirklich guckst. Ich weiß, singe. Jetzt haben wir am Ende deswegen auch noch gefilmt. Willkommen, Deva. Hammer geil, ey. Ich weiß zwar nicht, inwiefern dieses Stigma mir bei dieser Mission helfen soll, aber gut. Geh ich nicht so schnell drauf. Ja, ist bei mir genauso. Bin ich irgendwie so eine richtig geile Angriffsfertigkeit, wo man immer unter die Fresse gebrannt. Ich kann 400 MTP wieder. Erstmal weiter hinter. Ah, verpiss dich. Du musst dich. Meine Finger sind zu klein, ich komme nicht auf die 7. Dann darfst du mal looten. Ah, ja, ja. Schatzi ist da. Genau. Ja, komm, du musst die Assassine, du kannst nichts. Ups, tot, gell? Oh, oh. Ja, mein Gott, mich hat die Sonne geblendet. Ich konnte meine Fertigkeitstaste nicht sehen. So, da bin ich ja wieder. Da ist auch ein Schatzi. Das ist der 60er Bade, ey.
Lass mich raten, ne? Die springen hier alle runter. Und 60er Templer. Der eine hier nur am... Oh, ey, ich nehme dir dein hessisches Bartending da gleich weg. Ja. Dann schiebe ich dir kreuzweise in den Arsch. Okay. Heilig daran. Wenn ich das nicht zu tun habe. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe?